die Brüder finden. Vielleicht haben sie Chiolberg gesehen. Hast du Chiolberg gesehen? Nein, aber hier auf dem Chiolberg gewesen sein. Die einzige junge Beute an diesem Drecksloch. Danke, Eivor. Ich töte dich! Kämpfen wir gemeinsam und ernten die Früchte des Ruhms. Zur Hölle! Komm mit mir. Mögen Gold und Ruhm unser Met und Fleisch sein. Chiolberg ist in Gefahr. Ich gebe nicht nach, Leofrid. Niemals. Mach es doch nicht schwerer, als es sein muss. Du machst einen Fehler. Bitte! Du willst das nicht wirklich tun. Leofrid, lass ihn gehen. Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Wir haben Cheopidun gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Lass es sein, Leofrid. Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Du kannst nicht gewinnen, Leofrid. Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem besiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen angetreten. Erfolgreich. Ah!
erst langsam. Ha. Du bist ein willensstarker Tar. Burkret hatte Glück. Es ist meine Pflicht, Mercia für euch zu beschützen. Ehe ich aufgebe, sterbe ich. Du bist am Ende. Noch nicht. Kämpfe, Heide! Nimm das! Das wirst du. Ich werde siegen! Bring es zu Ende. Flehst du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Ich habe einen Eid geschworen, Burkret bis zum Tod zu dienen. Ich kämpfte, ich verlor. Wir wissen beide, wie das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burkret hat ihn verlassen und verraten. An Leofreds Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Er hielte seinen Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Steh auf, Leofred. Du sollst weiterleben. Was? Deine Treue zu Burkret beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Er gab die Krone auf und floh nach Rom. Er ist fort. Du lügst. Was hätte ich davon, einen Mann kurz vor seinem Tod zu belügen? Er rettete sich selbst und überließ dich dem Tod. Alle deine Kämpfe für nichts und niemanden. Einen Vertrauten, der einem so nahe steht, zu hintergehen, ist ehrlos und 1000 Tode wert. Eivor, du hast mir große Güte zuteil werden lassen. Es ist nur gerecht, dass ich es dir vergelte. Bei Venonis steht eine Statue. Sie hält ein Gefäß mit einer Schriftrolle. Verbrenne sie. Eine Schriftrolle? Dein Name steht darauf. Auf Burgrets Geheiß hatte ich dich verzeichnet. Wenn die Eiferer sie lesen, werden sie dich jagen. Wer soll das sein? Das ist jetzt egal. Dir bleibt nicht viel Zeit. Verbrenne die Schriftrolle oder sie werden dich auf ewig jagen. Wohin wirst du jetzt gehen? Rom. Komm, bringen wir dich zurück. Vorsicht, du bist verletzt. Es geht schon, wirklich. Nur ein paar Kratzer vom Kampf, mehr nicht. Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kam nicht an ihn heran. Du hättest dich verstecken sollen, Tyrodat. Es war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Deiner, meiner, der meines Vaters. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Als du... wegen Leofred... Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn verschonst. Einen fehlgeleiteten Mann zu töten ist nicht ehrenhaft. Er glaubte, sein König wäre bereit, für Mercia zu sterben. Jetzt kennt er die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird einen neuen Weg ebnen. Du hattest recht mit ihm, Chilbert. Es stimmt, dass die Grenze, die uns trennt, manchmal dünner ist, als es scheint.
Olbert! Sieh dich an! Voller Blut und Schlacht geprüft! Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein! Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Dann bist du jetzt ein Odling oder Älteling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn, geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein. Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank, ihr alle, und meinen Segen. Was geschieht jetzt? Die Kunde von Burgrets Absetzung wird schnell die Runde machen. Die anderen Königreiche Englerlands werden von Mercias neuem König erfahren. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burgrets Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenafort hier, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd, ich würde mich besser fühlen, wenn Cheolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Hast du ein Pferd, junger Äteling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nene können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Das beruhigt mich sehr. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal, als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Oba. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Iva. Gern geschehen. Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Cheolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Nun denn, Leofrid sagte, dass man mich jagen wird. Eiferer, wenn ich meinen Namen nicht reinwasche, jagen sie mich. Ich muss nach Venones. Der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Da, das muss die Statue der Eiferer sein.
Norwid, die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbstgemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Eivor, ich habe genau das Richtige für dich. Sunifa, Norwid sagte, du hättest etwas vorbereitet. Einen Faustkampfwettbewerb? Den größten Faustkampfwettbewerb, den diese Lande je sahen. Gibt es Regeln? Ja, die Regeln sind einfach. Kämpfe, trinke, kämpfe. Und denk dran, je mehr Teilnehmer, desto größer der Preis. Wenn du willige Recken findest, bring sie her, damit sie sich anmelden. Gut. Bist du bereit, Eivor Rabenschwinge? Du kennst die Antwort. Um das Gelöst für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen. Sollte ich vor dem Fest Teko. Teko. Thank you.
Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Tick. Das sollte ich vor dem Fest machen. T-Crossbow. Take it. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Tickle. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Tick. Tick. So gut für dich. Aber du verdienst trotzdem ein paar Marken. Teklas Brauerei ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen.
Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Erzähl mir von Grantabrück, Shia. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Ich breche sofort auf. Gut. Und möge dich Freyas Segen begleiten. Ah, du hast es hierher geschafft, Chilbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Frag ihn bei Gelegenheit, was ihn herführt. Er scheint eine größere Gilde zu vertreten. Die Kindesaugen oder die augenlosen Kinder? Augenlose Kinder? Nein, das kann nicht stimmen. Frag ihn besser selbst. Ihr seid noch nicht lange in Englerland, oder? Ich sehe auf dieser Karte, dass ihr mehr. Was ist das alles? Ein neues Jul-Spiel, um dein Geschick zu testen. Beweg, du versuchst zu schn... Sieht lustig aus. Tag. Ah, neue Kundschaft. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Ah, hallo, hallo. Bist du der Anführer dieses geschäftigen Lagers? Wir kommen im Namen der Tausend Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er... Dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Und woher kennst du mich? Die tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand, aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete.
nichts gefunden? Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch ein Freund der tausend Augen. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier? Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag.